Was sagt nochmal der neu gewählte Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper zu dem Thema Schaffen statt Gender? Bevor meine Tochter in den Kindergarten kam, fand sie Bob, der Baumeister, ganz, ganz toll. Und das hat sich dann aufgehört. Also man könnte einfach in einem genderneutralen Kindergarten die Küchenecke direkt neben die Bauecke bauen. Das sind so kleine Tricks. Also ich warte drauf, bis Mattel endlich den Ben herstellt. Eine Mischung aus Barbie und Ken. Sprache erschafft Bewusstsein und deshalb finde ich das schon ein sehr wichtiges Thema. Aber ich will nicht in einer Welt leben, wo man nicht mehr Tussi sagen darf. Es ist ja natürlich immer nur für jene Leute kein Thema, die davon nicht betroffen sind. Ich finde zum Beispiel, indem man eine Putzfrau Raumpflegerin nennt, verändert sich weder ihr Job noch ihr sozialer Status. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich belastend, dass ich in letzter Zeit von meinem Sohn immer wieder korrigiert werde, wenn es um ja, gendergerechte Begriffe geht. Und kürzlich habe ich einen Text von ihm gelesen, der war voller Sternchen. Hier in Österreich, wir verwenden diese Gebärde für Frau. Also in Bayern drüben, im deutschen Sprachenraum, das kenne ich, dort habe ich früher gewohnt. In Bayern ist die Gebärde Frau. Im Norden, Deutschland, Berlin und so weiter, kommt diese Gebärde mit den Stöckelschuhen vor, für Frau. Weiter westlich drüben ist es wieder Frau. Es gibt auch die Gebärde für Frau. Also es ist regional sehr unterschiedlich. Es gibt eventuell oder sicherlich taube Personen, vielleicht gerade Frauen, die sich an der, ich glaube, eher bayerischen Gebärde Frau vielleicht stören. Und ich glaube, es gibt schon auch Gebärden, die einfach nicht mehr vielleicht in dem Sinne PC sind heutzutage oder die vielleicht, ich glaube, das ist natürlich ein sehr subjektives Empfinden und es gibt ganz, ganz viele, weiß ich nicht, taube Gemeinschaften, wahrscheinlich auch in der Queer-Community könnte ich mir vorstellen, dass die da einen ganz, ganz differenzierten und kritischen Blick drauf haben. Würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die zum Beispiel ganz, ganz viele Gebärden vielleicht ganz genau unter die Lupe nehmen und es vielleicht schon ganz neue Gebärden auch gibt, die ich jetzt als Dolmetscherin noch gar nicht kenne. Also Frau an der Brust gebärdet, war ja im Grunde genommen althergebracht. Ich habe früher Frau an der Stirn gebärdet, aber dann ist mir irgendwann eben die Stöckelschuhgebärde über den Weg gelaufen, und die benutze ich jetzt eben sehr gerne. Die Frau-Gebärde an der Brust, die würde ich nicht mehr verwenden. Aber natürlich, wenn ich international gebärde, dann würde ich schon auf die Gebärde an der Brust zurückgreifen, um mich zu verständigen. Aber im Diskurs kann man schon sehen, in der Diskussion, dass die Gebärde an der Brust
ja, doch eher als abwertend verstanden wird, ja. Also, ich mag dieses Sternchen. Dieses Sternchen, das macht noch so eine Welt auf. Das gefällt mir. Also in Österreich wurde ja die Bundeshymne geändert. Der Text hieß ursprünglich Heimat bist du großer Söhne. Jetzt heißt der Text Heimat bist du großer Töchter, Söhne. Und unser Volksrock'n'Roller Gabayé hat sich geweigert, das bei einer Veranstaltung so zu singen, hat die alte Version gesungen, im Streitgespräch anschließend mit dem Hinweis darauf, dass er das ja so in der Schule gelernt hat. Wo wäre die Menschheit, wenn wir immer nur das machen, was wir vor Jahrzehnten in der Schule gelernt haben und nichts anderes? Also seit ich an dieses Sternchen denke, kann ich auch viel besser sagen, zum Beispiel SchauspielerInnen. Love a man, oh, where can you be? Ältere Gehörlose zum Beispiel, Frau kenne ich so als Gebärde an der Wange einfach, sehr neutral, so von der Locke der Dame, ja, sozusagen. Und ältere Gehörlose gebärden Frau aber wirklich so mit dieser Brust und, ja, denken sich auch nichts dabei. Das ist einfach die Gebärde für Frau auch. Für mich, die halt aus dieser hörenden Kultur komme. Mhm. Und ich habe da viel größere, wie soll ich sagen, für mich ist das ganz anders. Ich meine, jetzt habe ich es akzeptiert, ist die Gebärde für Frau, aber wie ich angefangen habe, ist das schon Teil, wenn ein Mann so irgendwie gesagt hat, meine Frau, ist mir das komisch vorkommen. Also, dass, ja, man das, wir Hörenden umschreiben, wir, das ist viel vorsichtiger oder so, ja, wie wir das machen. Und Gebärdensprache ist in vielerlei Hinsicht viel direkter und Gehörlose sind auch oft viel direkter, gerade, ja, was äußere Körpermerkmale oder so betrifft. Die Gebärde Frau mit dem Ohrring, mit dem angedeuteten, die finde ich irgendwie auch diskriminierend, weil es tragen ja nicht alle Frauen ein Ohrring. Das ist ja auch unterschiedlich. Also besser ist vielleicht so eine neutrale Gebärde wie diese hier an der Wange oder diese mit dem Zeigefinger auch an der Wange. Die sind neutraler. Und in den einzelnen Bundesländern gibt es ja auch unterschiedliche Gebärden. Also wenn man jetzt den Begriff Frau nimmt, dann gibt es Frau und Frau und diese Frau, vier Varianten, Frau gibt es auch noch, fünf verschiedene Gebärden. Und also für mich ist es eigentlich nicht so wichtig, wie jemand gebärdet. Ich habe da kein Problem mit. Wenn jemand Frau gebärdet an der Brust, soll er machen, ich sage da nicht zu. Weil das ist vielleicht eine traditionelle Gebärde für den und dann sage ich auch nicht, oh, das ist falsch, ändere das mal. Aber zum Beispiel auf der Bühne, beim Theater, da würde ich diese Frauengebärde an der Brust nicht benutzen, sondern lieber eine neutralere. Also ich hatte mal in meinem Chansonprogramm eine Bekannte, die eine sehr radikale Feministin ist. Und nach dem Abend hat sie zu mir gesagt, aber das eine da mit dem Hintern, das hast du nicht notwendig. War ein tolles Programm, aber das hast du nicht notwendig. Was meinst du? Bis ich auf sie so langsam so mit der Sprache rauskam und ich gecheckt habe, sie meinte so einen kleinen Gag, den ich da drinnen habe. Da sagt die Freundin des Protagonisten, du gehst mir so am Arsch vorbei mit deinen Chansons und drauf sagt der Protagonist, ich weiß nicht, ob ich da vorbeikomme. Und diesen kleinen Gag, den fand sie chauvinistisch. Ich fand es einfach nur lustig über so, ja,
Also wir haben uns dann sehr viel, sehr lange gestritten und seitdem sind wir auch keine guten Bekannten mehr. Und es ist sowas, ich finde das übertrieben. Also ich. So, Vorsicht. Vorsicht. Also man will ja auch nicht immer dasselbe sehen. Nun haben wir ja schon 2020, nee, 21 ist ja schon. Und es gibt immer neue Themen, die aufkommen, immer neue Menschen, die alle irgendwie akzeptiert werden sollen. Da soll man jetzt niemanden außen vor lassen, ausgrenzen. Das Wichtige ist, auch Menschen, die vielleicht in irgendwelchen Aspekten anders sind, als die Norm eben anzunehmen. Und sowas möchte ich zeigen, sowas möchte ich jungen Menschen zeigen, genauso wie Erwachsenen. Auch Leuten, die vielleicht irgendwie sowas vorher eher skeptisch beäugt hätten. Aber viele Dinge werden, könnte man sagen, heutzutage immer normaler. Es passiert immer mehr eben auf Augenhöhe. Gender. Ist diese Gebärde Gender? Und die habe ich früher so nicht benutzt. Jetzt sehr viel in meinem Alltag. Ich finde das auf jeden Fall interessant, denn also auch wir Gehörlosen, die wir gebärdensprachlich kommunizieren, wir nutzen ja auch die Schriftsprache, um Texte zu schreiben, Bücher zu lesen. Auch da kommen immer wieder kritische Worte drin vor, in irgendwelchen Posts auf Facebook. Also da käme mir ja auch Kritik entgegen, wenn ich da falsche oder ungeeignete Worte verwende, und indem ich dann diese Diskussion in der Lautsprache verfolge, kann ich die dann auch in meiner schriftsprachlichen Kommunikation eben beachten, einfach diese Veränderungen, die da stattfinden. Ja, also meine Freundinnen sind halt sehr politisch engagiert und sehr feministisch, und da achten sie schon genau auf der in der Gebärdensprache, welche Wörter da benutzt werden, und korrigieren dann halt auch oder ne, kämpfen so ein bisschen gegen manche Formulierungen oder Beschreibungen. Also wenn wir diskutieren manchmal auch über dieses Thema, aber jetzt einen Menschen, den ich nicht kenne, umzuerziehen, das möchte ich eigentlich nicht. Also wir in meinem Freundeskreis können da gerne drüber reden und so, aber nicht mit Fremden. Ich finde die Diskussion auch um sprachliche Veränderungen eigentlich sehr wichtig, auch weil man merkt, wie viele Teile der Menschheit außen vor bleiben. Aber ich finde, sie könnte ein bisschen weniger moralisch sein. Dass man nicht immer gleich denkt, man hat dann direkt jemanden umgebracht, wenn man eine Endung falsch benutzt hat. Ja, klar, man muss da so ein bisschen politisch vorsichtiger sein, was man wie gebärdet. Und
Ja, ich passe auch schon ein bisschen auf, muss ich sagen. Ja, bin da auch vorsichtiger. Also ich glaube, das ist überall so. Das ist bei Hörenden und bei Tauben sehr ähnlich. Also Zigeuner zum Beispiel sagt man, also darf man ja jetzt auch nicht mehr sagen, aber Zigeunerjunge ist so ein schönes Lied und ich singe das meinen Kindern natürlich trotzdem vor. Ich finde, die Eskimos, die haben uns da einiges gezeigt. Erst hieß es Eskimos, sagt man nicht. Dann haben irgendwelche anderen Leute entschieden, die Inuit zu nennen und das wollten die dann nicht. Jetzt heißen sie wieder Eskimo. Strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love a man. Where can you be? China hat dich damals so gelernt, von der Augenform, China. Mhm. Und jetzt ist es China bei uns, also diese drei Knöpfe sozusagen von der Kleidung. Also nicht mehr diese Gebärde, sondern eben diese, was weitaus neutraler ist. Black Lives Matter, die Bewegung BLM, da wurde ja auch sehr viel diskutiert, auch in der Gebärdensprache zum Thema Rassismus, dass man welche Gebärden man benutzt, welche nicht mehr. Ein paar taube Menschen haben gesagt, nee, bitte, bitte nicht diese Gebärden, diese rausnehmen, es würde die Gebärdensprache kaputt machen. Ich möchte, dass die Gebärdensprache, die auch natürlich, also die Tradition der Gebärdensprache auch pflegen. Ich möchte keine Veränderungen in der Gebärdensprache aufgrund dieser Bewegungen. Sowas gab es auch als Meinung. Also ich habe mal mit einer afrodeutschen Kollegin gesprochen und habe sie ganz direkt gefragt, wie das ist mit Bezeichnungen farbig oder schwarz. Und dann hat sie gesagt, weder noch, weil sie ist ja nicht schwarz und sie möchte als Afrodeutsche bezeichnet werden. Und seitdem mache ich das auch. Ich meine, die ganze Welt sagt über die Deutschen, die Krauts, kein kratzt es. Alle Sprachen ändern sich ja oder verändern sich, passen sich an, modernisieren sich und Gebärdensprache ändert sich auch. Mhm. Und da gibt es eben sicherlich auch Gebärden eventuell, die man, wo taube Leute sagen, die benutze ich nicht mehr, die gefällt mir nicht, die ist alt. Ja. Ja. Also, aber eigentlich in der DGS ist eher genderneutral. Also da gibt es diesen Fokus nicht so sehr auf die Geschlechter. Also es gibt da auch gerade eine Diskussion, wie man genau eine genderneutrale Sprache verwendet. Aber also eigentlich eher über Umwege versucht man zu umschreiben. Also die Vokabeln, die... Also es gibt da nicht so viele Vokabeln, es ist eher die Mimik, die Umschreibung, die dann das klar macht, Klassifikatoren, die man benutzt. Und dadurch wird dann klar, um was für eine Person es sich handelt. Also so wie in der Lautsprache ist es nicht. Ja. Also ich glaube, dass zu viel über Randgruppen gesprochen wird und zu wenig mit Randgruppen gesprochen wird. Also zum Beispiel könnte man auch sagen, mein
Partner, mein sozusagen, das ist halt, ne, das ist jetzt für Dolmetscher schon kompliziert. Ich weiß ja nicht, was jetzt gemeint ist, ein Mann oder eine Frau, weil dieses ist halt eine Gebärde, es ist transqueer, ne, und also ich kann entscheiden, einfach nur diese Gebärde zu benutzen. Das ist halt jemand, mit dem ich in einer Beziehung stehe, und für die Dolmetscher ist das schon ein Problem, weil die sich dann entscheiden müssen. Ja. Ah, okay. Genau, also die praktisch gucken mich an und denken dann so, ja, was könnte da passen? Und ordnen mir eine Beziehung zu, sozusagen, die passen würde. Also das ist halt so. Und natürlich sind das Bereiche, wo ich als Hörender eindringe und mich wichtig mache, sozusagen, ohne dass es wirklich meine eigene Muttersprache ist und ich der tatsächliche Experte bin. Ich meine, ich glaube, ich kann es relativ gut und ich habe viele Erfahrungen und viel Austausch mit Gehörlosen. Aber tatsächlich ist es nicht meine Muttersprache. Ich bin nicht der Experte. Also, wenn man jetzt immer alles beachten würde, dann könnte das manchmal auch, also korrekt beachten, könnte das auch manchmal ganz schön unnatürlich ausufern. Ja, natürlich. Ich träume in Gebärde. Also nicht durch. Ich merke, es wechselt. In meinem Traum wird auch gesprochen oder gebärdet oder geschrieben oder so. Also alles, alle Möglichkeiten sind auch in meinen Träumen. Ja, genau. Genau. Also das ist irgendwie ganz automatisch. Also ich spreche nicht, sondern ich gebärde im Traum. Und dann streitet man sich vielleicht auch irgendwie mal und dann wird man wach und ach, war ja gar nichts. Hab nur geträumt. Genau. Also, ich träume davon, vielleicht einen Club, eine Bar zu besitzen, möglicherweise. Das wäre was. Aber das hieße eben, dass ich tagsüber Zeit habe, mich zu entspannen, und des Nachts würde ich dann arbeiten, auftreten. Ja, so. Das wäre mein Traum, könnte man sagen. Ich träume eigentlich nicht. Also manchmal träume ich und dann bin ich morgens wach und ich habe es eigentlich schon wieder vergessen. Also ich kann es gar nicht genau sagen, ob ich in Gebärdensprache oder in Lautsprache träume. Kann ich gar nicht sagen. Also, ich würde selber gerne wissen, was die Antwort darauf ist, aber ich weiß es nicht. Alle Gebärdensprachen sind unterschiedlich. Also, jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache. Stuttgart. Putin zum Beispiel. Ich weiß, dass Putin so gebärdet wird, wie Stuttgart übrigens. Die gleiche Gebärde wie Stuttgart. Stuttgart wird auch so gebärdet. Österreich, vielleicht. Also ich bin ja selbst in
verschiedenen europäischen Ländern unterwegs und habe dort mit unterschiedlichen Personen Kontakt. Und ich bin es eigentlich gewohnt. Also ich sehe es nicht als so wahnsinnig kompliziert an. Klar haben die Italiener eine andere Gebärdensprache, die italienische. Wir sprechen hier österreichische Gebärdensprache. Aber trotzdem, wenn wir uns begegnen, funktioniert der Austausch. Man muss sich ein bisschen aneinander anpassen, natürlich. Man verwendet vielleicht etwas mehr transparente Gebärden, klar. Aber man versteht sich gegenseitig. Italien. Vielleicht also ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt beispielsweise auch als hörender Mensch nach Italien komme, kann ich einiges verstehen, weil die sehr stark Mimik und Gestik forcieren in Italien. Also wir haben eine Art zu sprechen, die sehr viel Körpereinsatz sozusagen, Mimik und Gestik. Finnland. Also ich bin in Finnland selbst geboren und dort aufgewachsen. Und in Finnland gibt es sowieso nur ein Wort für Lehrerin, egal ob es ein Mann oder Frau ist. Also das ist einfach Lehrer ein Begriff. Und in diesem Bereich bin ich aufgewachsen. Gift. Mann zum Beispiel, Gebärde Mann, ist in Russland so, Muschina. Muschina. Also, ne, das ist hier der Bart oder der Schnurrbart. Karneval. Vielleicht. Allgemein kann man sagen, in Russland wird zum Beispiel weniger Mimik benutzt. Also das Gesicht ist wie so ein Pokerface, könnte man sagen, bei den russischen Menschen eher. Und dann muss man halt eben vom Inhalt der Gebärden eher verstehen, ob das jetzt ein Witz ist oder wie es gemeint ist. Mehr so vom Inhalt als von der Mimik. Also ich war zum Beispiel einmal in einer Situation in der Türkei, in Istanbul, das wäre die Gebärde in Istanbul, und dort bin ich eben in eine Situation gekommen, sehr interessant, mit einer hörenden Person, die Türkisch gesprochen hat, und einer hörenden finnischen Person, und die beide hatten Kommunikationsprobleme miteinander natürlich. Und ich selbst, als Gehörlose, bin quasi Dolmetscherin zwischen diesen beiden gewesen und habe vermittelt. Also ich selbst kann nicht wirklich Türkisch sprechen, aber ich habe aus Gestik und Mimik sehr viel ablesen können von dem, was Information war. Und das wiederum konnte ich auf Finnisch, natürlich Finnisch ist meine Sprache, die kenne ich gut, weitervermitteln. Und es war eine sehr interessante Situation, denn normalerweise bestellt man halt einen hörenden Dolmetscher für solche Situationen, wenn man kommunizieren will, oder ich bestelle einen Gebärdensprachdolmetscher. Aber es war irgendwie eine sehr lustige Diskussion, Situation, in der wir uns in diesen unterschiedlichen Sprachen ausgetauscht haben. Vielleicht war es auch ein Vorteil, oder wäre es auch ein Vorteil für internationale Kontakte, hier so eine Form der Kommunikation zu haben. Ich habe
Mal eine Begegnung gehabt, da war ich vielleicht 15 und da war ich in der S-Bahn und da saß neben mir eine gehörlose Mutter und in ihr gegenüber ein gehörloses Kind. Ja, und die haben sich unterhalten und dann weiß ich noch, dass ich dachte, also ich fand es total faszinierend und ich war neidisch. Das hat mich da, also das irgendwas daran hat mich neidisch gemacht, dass die da so fröhlich kommuniziert haben und keiner irgendwas mitbekommen hat davon. Wie eine Geheimsprache. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also bei der Stimme kann man ja auch eine Modulation durchführen und bei der Gebärdensprache genauso. Die Mimik, die Körperhaltung, das spielt ja alles mit da rein, was von der Gebärdensprache bei einer zuschauenden Person ankommt. Auf jeden Fall. Also klar, ich würde jetzt keinen Namen von Personen nennen, die ich besonders toll finde, aber mir beispielsweise gefällt es, wenn Leute sehr, sehr schnell gebärden. Also langsames Gebärden, ja, gut, aber ich mag Tempo und da dann zuschauen. Da werde ich echt von in den Bann gezogen. Also die Mimik ist natürlich total wichtig. Die macht ja ganz oft diese starke Ausstrahlung und macht es ganz klar und schön visuell, sodass man es auch viel, viel besser begreifen kann, was gebärdet wird und verstehen kann. Und wenn jemand zum Beispiel was nicht versteht und vielleicht ein Wort, den Inhalt eines Wortes nicht kennt, dann kann man das zum Beispiel so gebärden und total ausschmücken mit dem Körper und eigentlich ist es nur eine Blume, geht nur um die Blume. Und dann kann man das natürlich dadurch dann auch viel, viel besser verstehen, weil es visuell viel, viel schöner dargestellt wird. Ja, das gibt es schon. Also der Ausdruck, die Mimik, die Ausstrahlung, der Stil, ne, die sind alle sehr unterschiedlich und sehr von den Personen abhängig. Ne? Ob jemand sehr spannend erzählen kann, ob jemand sehr weich gebärdet. Zum Beispiel, ich mag Menschen, die sehr wenig Mundbild benutzen. Und trotzdem aber alles total klar und verständlich ist. Also da wundere ich mich immer selber, weil ich benutze sehr viel Mundbild und bin also sehr an der Lautsprache orientiert. Und wenn Menschen das schaffen, ohne Mundbild, nur durch die Mimik so viel auszudrücken, also ich kann es selber nicht und ich bewundere das total. Es gibt da so ein paar Menschen, die das wirklich können. Mein Partner zum Beispiel auch kann wirklich so schön Sachen ausdrücken und dann vergesse ich auch alles eigentlich, um was es gerade ging in der Diskussion und bin komplett fasziniert. Ja, natürlich gibt es das, klar. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man gebärdet. Es gibt Leute, die sind sehr groß, sehr laut in ihrer Gebärde, sehr, also die brauchen auch viel Raum. Es gibt sehr leise, sehr vorsichtige Gebärder, auch das gibt es.
Und es gibt auch von der Mimik her sehr viel Unterschied. Es gibt sehr feine Nuancen in der Mimik auch. Und das ist das, was die Lautsprache in ihrer Stimme ausdrücken kann. Das ist in der Gebärdensprache in der gesamten Mimik und Körperhaltung. Das Fahrrad des Mädchens. Dem Mädchen sein Fahrrad. Also, im Deutschen, in der deutschen Sprache, gibt es ja diese drei Geschlechter, diese Dreiteilung. Der, die, das. Diese Dreiteilung gibt es ja. Und als ich hier nach Österreich gekommen bin und Deutsch lernen musste, war ich ja sehr überrascht. Es gibt okay ein männliches, ein weibliches und ein sächliches Geschlecht. Das war okay, dass es der Tisch ist zum Beispiel. Beim Satzbau musste ich das natürlich immer mitlernen, es ist mir sehr komisch vorgekommen. Aber ja, so ist halt die deutsche Sprache, so ist sie aufgebaut. Das Mädchen hat ein Fahrrad, es ist sein Fahrrad. Es ist ihr Fahrrad. Das Mädchenfahrrad ist ihres, das Jungenfahrrad ist seines. Von ihm und von ihm. Das Fahrrad von ihm. Das Jungenfahrrad. Das ist sein Fahrrad, dem Jungen sein Fahrrad. Das Mädchenfahrrad ist sein Fahrrad, dem Mädchen sein Fahrrad. Das Mädchenfahrrad und das Jungenfahrrad. Sein Fahrrad und sein Fahrrad. Vielleicht ist auch der Grund, warum es gibt einfach in der Gebärdensprache keinen Artikel. Also uns ist das auch nicht so wichtig. Es gibt kein der, die, das in der Gebärdensprache. Damit gibt es auch hier diese Form der Diskussion nicht. Mädchen. Das Fahrrad des Mädchens, sein Fahrrad ist ein Jungenfahrrad. Sein Fahrrad. Das Mädchen ist das Kind, das das Fahrrad besitzt. Das Kind, das Mädchen ist das Kind, das das Fahrrad hat. Es ist seines. Es ist ihres. Ihres oder seines? Ihres. Da fängt man an mit Mädchen, sein Fahrrad. Oder Mädchen, okay. Ihr Fahrrad. Aber nachdem es einfach das ist die gleiche Gebärde, sein oder ihr ist die gleiche. Egal, ob es jetzt für einen Burschen, ein Mädchen oder für ein S sozusagen stehen wird. Das Mädchen ist Besitzerin seines Fahrrads. Er hat ein Fahrrad. Sie hat ein Fahrrad. Und es hat ein Fahrrad. Liebe Teilnehmende, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem kleinen persönlichen Meeting. Ich finde die schon wichtig, also weil Leute sich ja alle wohlfühlen sollen, egal was ihre Unterschiede sind. Also Unterdrückungsformen noch weiter zu betonen, sollte ja nicht weiter fortgeführt werden. Deshalb finde ich eigentlich gendergerechte Sprache wichtig, weil man alle Menschen so akzeptieren sollte, wie sie sind. Liebe Teilnehmer und TeilnehmerInnen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem
heutigen Meeting? Also normalerweise kann man ja zum Beispiel Arzt oder Schreiner oder Bäcker nicht unterscheiden. Man macht halt der Bäcker oder der Schreiner oder der Arzt. Und man weiß dann nicht als hörende Person oder als Dolmetscher erstmal oder auch der andere Gehörlose, weiß erstmal nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war. Und ich weiß, dass es gibt auch für Freund die Gebärde und dann war das Typische, man kann auch Freundin machen. Es gibt diese Gebärde mit dem Mittelfinger auf dem Andrücken der anderen Hand so aufgetippt, habe ich früher so gelernt, die Endung in für Ärztin zum Beispiel. Das habe ich aber ganz ehrlich selten gesehen, verwendet von tauben Menschen beim Gebärden. Und ich nutze das auch nur sehr punktuell. Liebe Auszubildende, herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich die Gruppe der Frauen, die sich entschlossen haben, dieses Jahr den Zimmermannsberuf zu erlernen. Auch die Jungen, die heute anwesend sind, begrüße ich ganz herzlich. Und ich freue mich, dass Sie den Zimmermannberuf als Ihre Zukunft sehen, liebe Ja, BäckerInnen mit dem Binnen-I würde ich wahrscheinlich sagen, Bäcker und Bäckerinnen. Also Bäcker und Bäckerinnen. Also dieses Innen, ich verwende das ja oft, ich bin auch in einer Schule tätig und das ist natürlich noch ein bisschen was anderes, weil ich schon ein bisschen auch diesen im Hinterkopf diesen Genderbildungsauftrag habe. Ich achte auch darauf, dass ich zum Beispiel Automechanikerin sage. Oder Ärztin, wenn ich so von Berufen erzähle, dass ich halt auch schaue, dass man da hat Kindergärtner als Mann und die Ärztin als Frau, also dass das auch nicht diese alten Rollenklischees oder so immer sind. Ja, es ist Tradition in unserer Familie, dass wir einmal im Jahr zusammenkommen und zwar immer am 7. Januar. Die Frauen backen was Schönes, die Männer genießen es. Auch heute ist wieder viel zusammengekommen. Ich sehe hier eine lange Tafel mit Kuchen, Gebäck. Und jetzt versuche ich auch ein bisschen bewusster mit dem Thema Gender umzugehen und auch in der Gebärdensprache. Ist es aber schwierig. Zum Beispiel kann ich sagen, Lehrerin. Ne? Wenn ich dann dieses hier nochmal auf die Hand gehe, damit zeige ich, dass es eine Frau ist, aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also es finde ich auch keine glückliche Lösung sozusagen in der Gebärdensprache. Liebe MohrenkopffabrikantInnen, wir begrüßen Sie herzlich zur diesjährigen Mitgliedervollversammlung. Liebe Hausfrauen, liebe Hausmänner, liebe Bäcker, liebe Metzger, liebe Putzfrauen, liebe Pflegekräfte, liebes übriges Fachpersonal. Ja, ist eine gute Frage. Eigentlich, habe ich auch das Bild von einem Mann. Das Mundbild ist ja Bäcker. Deswegen, das ist dann schon die männliche Form. Aber jetzt wird das Mundbild dort immer mehr reduziert in der Gebärdensprache. Also, dass einfach nur gezeigt wird, Bäcker ohne das Mundbild Bäcker und dann Person sozusagen noch. Vielleicht kann das dazu führen, dass es einen Wandel in dem Bewusstsein der Menschen gibt, irgendwann mal. Liebe Beamte und Beamtinnen, liebe Schriftsteller und SchriftstellerInnen.
Ja, in meinem Alltag, ne, bin ich natürlich mehr in der Taubenwelt verankert und da habe ich das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so nötig ist, da diese Unterschiede zu machen. Also wenn ich eher im Arbeitsbereich, da merke ich, dass es da fehlt und dass ich da das mehr benutze, also die Verweiblichung sozusagen. Aber im privaten Bereich spielt es eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Liebe Ärzte, liebe Anwälte, liebe Vorstände, liebe Manager. Also es gibt die typische Situation beim Dolmetschen, dass man fragen muss, Entschuldigung, ist der Arzt ist es, oder der Rechtsanwalt, dann kommt halt die Gebärderechtsanwalt und man muss aber fragen, ist das eine Frau oder ein Mann? Man muss ja irgendwie die Person benennen und wenn man immer sagt, der Arzt, und eigentlich ist es die ganze Zeit eine Ärztin und vielleicht der andere Gesprächspartner weiß, dass es sich eigentlich um eine Frau Doktor handelt und man sagt immer der Arzt, weil der Gebärde immer nur, weil die taube Person immer nur Arzt gebärdet, dann kann das natürlich zu merkwürdigen Situationen kommen. Liebe Anwälte und Anwältinnen, liebe Kfz-MechanikerInnen, liebe Mechatroniker, liebe HundezüchterInnen, liebe BienenzüchterInnen, liebe Winzer, liebe Hausmädchen, liebe Masseure und MasseurInnen, liebe Friseure und FriseurInnen. Bäckerin, das gefällt mir irgendwie nicht. Das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an. Liebe Garderobieren und Ankleider. Liebe Intendanten, Intendantinnen, Theaterleiter und Theaterleiterinnen. Liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, liebe Regisseurinnen und Regisseure, liebe Requisiteurinnen und Requisiteure. Liebe Soufflösen. Liebe SpargelstecherInnen, liebe Tischler und Tischlerinnen, sehr geehrte Damen und Herren des Baugewerbes, liebe Putzfrauen, liebe SupermarktverkäuferInnen, liebe Fußballer und Fußballerinnen. Das ist auch natürlich sehr männlich geprägt. Also zum Beispiel Arzt habe ich dann auch das Bild von einem Mann. Wenn wir jetzt an irgendwie Businessmänner denken, an große Geschäftsmänner oder so, dann. Wir haben eigentlich nur einen Tagesordnungspunkt. Die Beschäftigung mit der Besetzung des Vorstandspostens. Die Wahl ist wie immer offen. Und erfolgt durch einfaches Handzeichen. Genau, wenn es keine Gebärde gibt, dann wird es buchstabiert. Ich gebärde Patriarchat so. Das ist eine österreichische Gebärde, weil in Deutschland gibt es dazu noch keine. Ich habe sie übernommen aus Österreich. Mhm. Liebe Mitglieder des Orchesters, liebe Freunde der Philharmonie, ich meine, und ich weiß, da mache ich mir hier keine Freunde, dass wir das Gendern, ich würde mal sagen, zumindest diskutieren sollten, da wir ja keine Frauen im Orchester haben. Soll ich was backen? Also ich könnte backen Käsekuchen. Oder Rahmkuchen oder Schmandkuchen, Zimtschnitte, Zimtschnecken. Frankfurter Kranz, Zimtstollen,
Zwetschgenkuchen oder Zwetschgendatschi. Muffins, also Blaubeermuffins. Entschuldigung. Zitronenkuchen, Rhabarberkuchen könnte ich, Kirschenkuchen, Schmandkirschenkuchen oder Käsekuchen oder Käsesahne oder Erdbeerrolle. Oder ich könnte auch Crumble, Rhabarber, Apfel, Birne, sag mal, kannst du Marmorkuchen? Also Marmorkuchen, das gelingt mir nicht so. Also für schwul gibt es ja verschiedene Gebärden. Also erstens diese mit dem Mittelfinger an der Stirn, dann diese hier mit den Fingern hinterm Ohr, die so lang streichen, und die mit dem Zeigefinger am Ohr. Schwul, genau, drei verschiedene Gebärden. Ich benutze jetzt schwul, diese Gebärde mit dem Mittelfinger an der Stirn. Genau, schwul. Aber wenn sich zum Beispiel Schwule streiten untereinander, dann machen die auch mal dieses, den Zeigefinger am Ohr, schwul. Das ist dann zwar abwertend, aber wir Schwulen untereinander sind da eher locker und unbekümmert. Aber wenn eine Person, die nicht queer ist, diese Gebärde benutzt mit dem Zeigefinger, dann denkt man sich so, wie bitte? Ja, also. Prinzipiell mache ich das sehr gerne, auch gerne beim Karneval habe ich das schon gemacht, mit erstaunlichen Effekten auf die anwesenden jungen Männer. Ich finde irre, wie das direkt einen verwandelt. Also nicht nur äußerlich, was es gleich für, mag sein, Klischees, aber etwas hervorruft im Habitus. Und ein besonderer Effekt ist, dass ich sofort, obwohl meine Mutter ganz anders aussah, also sie quasi fast nie geschminkt hat oder nie auffällig und auch eine ganz andere Haarfarbe, andere Frisur hatte, trotzdem ich ganz viel an meine Mutter denke dabei. Wenn ich mich für dieses Leben entscheiden würde, dann müsste es wirklich eine Echthaarperücke sein. Wobei, man muss ja auch mal gekämmt sehen. Mit den richtigen Pumps wäre ich halt über 2 Meter groß. Ich weiß nicht. Aber es könnte hübsch sein. Es wäre schon, ne? Eine Erscheinung, aber es könnte hübsch sein. Ich finde, das steht mir. Und diese kleinen Haare, die spüre ich. Und das macht mich nicht schöner, aber es befreit mich davon, schön sein zu müssen. Ist okay. Ja. Ich fühle mich als Mann, ja. Das ist für mich dann eine Verkleidung, wenn ich als Drag Queen auftrete. Also wie eine Hülle, die ich mir sozusagen überstülpe. Ja, absolut. Das habe ich schon immer geliebt, mir Verkleidung zusammengesucht.
habe ich auch, also das waren auch ganz unterschiedliche Sachen. Achso, Superman zum Beispiel habe ich mich verkleidet oder sowas. Als Pirat, das habe ich schon immer geliebt, ja. Durch diese Selbstoptimierung fühle ich mich irgendwie auf der einen Seite weiblicher, natürlich, aber eigentlich gleichzeitig fast noch männlicher, vor allem in Kombination mit der Haube. Ich weiß nicht, gibt mir das irgendwie Kraft und ich fühle mich damit sehr stark. Am besten finde ich eigentlich so beides. Am interessantesten ist eigentlich beides zusammen. Also für mich wäre Mittwoch völlig in Ordnung, wenn das für euch alle geht. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Geht es jetzt um den zweiten oder um den dritten? Also nochmal, für mich wäre der Mittwoch in Ordnung. Aber nur, wenn ihr auch alle kommt. Also nach meinen Unterlagen wäre es der zweite. Und das ist aber, glaube ich, kein Mittwoch. Also für mich ist das alles in Ordnung. Ich habe immer Zeit. Von daher, ich bin ganz offen. Also ich würde dafür plädieren, dass wir uns richtig treffen. Also, dass wir nicht wieder eine Digitalkonferenz machen. Ich brauche diesen Austausch, sonst das hat direkte Auswirkungen auf meinen Arbeitsprozess. Also ich möchte sehr dafür plädieren. Also trotzdem nochmal die Frage, ist es jetzt der zweite oder der dritte? Das war mir jetzt nicht ganz klar. Für mich wäre nach wie vor der Mittwoch in Ordnung. Ist das dann Mittwoch oder ist das Mittwoch oder? Naja. Ich glaube, wir hatten uns gerade geeinigt, dass es der dritte der Mittwoch ist. Aber ich würde doch gerne nochmal ein Feedback haben, ob wir uns nun wieder digital sehen oder ob es diesmal ein richtiges Treffen gibt, was, wie gesagt, für mich ganz wichtig wäre. Ich möchte erstmal wissen, wann. Der dritte ist doch ein Freitag. Also da bin ich mir ganz sicher. Also Montag geht eigentlich normalerweise gar nicht, aber machen wir halt eine Ausnahme. Also Montag der 7. Siebter ist aber Dienstag. Dienstag wann denn? Ich sage jetzt mal ganz frech, wieso nicht einfach den Tag danach? Donnerstag, ne? Donnerstag. Also, wenn jetzt die Hälfte der Sitzung für Terminfindung drauf geht, dann müssen wir gleich noch eine dritte Sitzung anberaumen. Können wir vielleicht grob einen Zeitrahmen festlegen? Also, wenn der dritte ein Mittwoch ist, dann würde ich sagen, der dritte. Wenn aber ein Freitag ist, dann müssen wir nochmal schauen. Ja, was jetzt? Vielleicht der übernächste. Dienstag. Ist dann Dienstag, ne? Der übernächste. Dienstag. Der übernächste ist der 5. Also ich könnte Montag 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, Dienstag ab 17 Uhr, Mittwoch 12.30 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag gar nicht, leider, sorry. Wochenende eventuell. Also dann legen wir das jetzt bitte fest. Am 5. um 15 Uhr und ich sage es zum dritten Mal. Ich hätte gerne eine Antwort, ob wir es wieder digital machen oder ob wir uns endlich mal live treffen. Nein, es ist super. Mach mal. Machen wir 6 in der Früh. Es ist super. Na, mir ist eh wurscht. Mir wird drüber gefahren. Das ist eh wurscht, was ich sage, oder? Genau. Bin ich der Fetzenschädel da oder was? Genau, wir diskutieren das nicht. Und so schon gar nicht. Danke.
Ja, doch. Also Austausch ist mir absolut wichtig, dass man eben auch die Perspektiven voneinander besser verstehen kann, dass genau so ja Integration funktionieren kann. Also ich heiße Hörende immer herzlich willkommen, auf jeden Fall. Also zuerst würde ich mir wünschen, dass ich Gebärdensprache benutzen kann, wo ich will, dass ich frei bin mit meiner Gebärdensprache. Ich stoße ja jetzt immer an Barrieren. Ich kann nicht überall gebärden. Das wäre mein erster Wunsch. Ja, also genau, also für mich, genau, also für mich ist es spannend, wenn hörende Menschen Gebärdensprache lernen wollen, weil das freut mich total, dann kann man besser mit denen kommunizieren, na klar, weil wir werden ja so oft so ignoriert, so, oh, die Person ist taub, na super, dabei, es ist ja völlig harmlos, wir sind nur taub, fertig, mehr nicht, aber wir werden irgendwie ignoriert und man gibt sich mit uns nicht ab irgendwie und deshalb freue ich mich, wenn jemand Gebärdensprache lernt und würde da auch jetzt nicht kritisieren oder so. Also eigentlich war es so, dass ich mit 16 gewusst habe, ich will Lehrer werden und habe mir im Theater Gottes vergessene Kinder angeschaut. Und das war ein Theaterstück mit einer gehörlosen Schauspielerin und neben mir sind gehörlose Menschen im Publikum gesessen. Und das war für mich so eine spannende Situation irgendwie, also einfach das zu beobachten, wie das ist. Und die haben dann sehr geräuschvoll Zuckerl ausgepackt, was mir nie erlaubt war als Kind. Und ich habe gedacht, wow, das ist interessant, also das ist einfach eine andere Welt. Und so hat es angefangen, gedacht, passt, ich werde Gehörlosenlehrer. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich Gehörlosenlehrer werde, muss ich Gebärdensprache lernen. Und so ist es irgendwie weitergelaufen. Ja, Theater bewirkt was. Und hier gibt es einfach auch so ein sehr starkes Bewusstsein für die Gebärdensprache. Ne? Es gibt eine Anerkennung, das ist in Deutschland, also die Anerkennung der Gebärdensprache als richtige Sprache. Und in Russland ist es anders. Also da schämen sich die Menschen vielleicht doch noch mehr, taub zu sein und die Gebärdensprache zu benutzen. Und hier sind die Menschen, identifizieren sie sich mehr auch mit der Gebärdensprache, sehen sich nicht unbedingt als Behinderte. Also das ist einfach ganz anders. Hier in Deutschland, das Bild der tauben Menschen, würde ich sagen, ist eher positiv geprägt. Da gibt es einen speziellen Begriff dafür, das nennt sich CODA. Das ist die Gebärde CODA. Child of Deaf Adults, also von gehörlosen Eltern sozusagen, ein hörendes Kind. Das ist ein CODA-Kind und mein Mann ist eben CODA. Das heißt, er kennt sich in beiden Welten aus. Er kennt die hörende Welt und die der Gehörlosen. Und meine Kinder sind in dem Fall auch CODA-Kinder. Mhm. Und sie sind natürlich auch gewohnt, sie sind in der hörenden Welt unterwegs. Aber beispielsweise, wenn sie irgendwo in einer lauten Umgebung sind, wie in einer Disco oder so, dann schwenken sie rüber auf Gebärdensprache. Das ist nicht so ein Vorteil. Aber ich kann nachvollziehen, dass Gehörlose auch diese Angst haben oder diese Befürchtung, dass Hörende ihnen die Sprache so ein bisschen wegnehmen und da einfach vielleicht über diese Sprache reden, die ja gar nicht, also ich rede jetzt auch über Gebärdensprache, das ist nicht meine Sprache. Ich nutze sie als Arbeitssprache, als Gebärdensprachdolmetscherin. Nee. Aber ich mag ja auch sehr gerne hörende Menschen, ne? Also von daher, ja. Lass mich bei dir sein, so nah bei dir sein, dass dein Atem
meiner wird. Dein Gesicht verschwimmt, alle Ängste nimmt und dein Mund bestimmt die Zeit. Nur ein Spiegel sein, ohne ich zu sein, mich verlieren in deinem Arm. Wortlos zu verstehen, dich nur anzusehen und zu wissen, du bist da. Dir so nah zu sein, so vertraut zu sein, dass kein Laut uns mehr erreicht. Deine Stimme hören, nichts mehr zu begehren, wenn dein Lächeln mich umarmt. Lass mich bei dir sein, so nah bei dir sein, dass dein Atem meiner wird. Wenn der Tag beginnt, uns die Stille nimmt, ist die Nacht schon nicht mehr weit.